Heftige Turbulenzen in der letzten Woche mit dem Sell-off. Am Montag dann zum Wochenende hin oder zum Ende der Handelswoche wieder die Erholung. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was in dieser Woche zu erwarten ist. Und da könnte das Angstbarometer VIX, das Volatilitätsbarometer VIX uns einiges zu sagen haben. Starten wir mal in diese neue Woche mit dem, was uns dieses Volatilitätsbarometer vielleicht zu sagen hat. Wir haben ja diesen unglaublich heftigen Anstieg gesehen. Der drittgrößte oder dritthöchste VIX-Stand in der Geschichte. VIX ist ja im Prinzip ein Barometer für die Erwartung der Volatilität in den nächsten 30 Tagen bei Aktien aus dem S&P 500. Und hier sehen wir diesen massiven Anstieg am Montag, dann diese starken Rückgänge jeweils am Donnerstag, als die Märkte ja sehr, sehr heftig gestiegen waren, und am Freitag, als die Märkte gar nicht so heftig gestiegen waren, leicht positiv waren, aber der VIX erneut zweistellig verloren hatte, wieder über 14%. Und die Statistik sagt uns, dass normalerweise daraufhin, wenn also zweistellige VIX-Verluste oder Gewinne zu erwarten sind, dann am folgenden Handelstag das Gegenteil passiert. Würde also dafür sprechen, dass wir jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass wir einen Down-Day wiedersehen an den Aktienmärkten. Das ist Statistik, ist ein Indikator, muss nicht kommen, aber es gibt eben bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die aus einer Statistik ableitbar sind. Schauen wir uns die Gemengelage in dieser Woche mal an. Da gibt es ja viel Stoff, warum die Märkte ziemlich volatil bleiben dürften. Ich glaube, das ist das, was schlichtweg relativ sicher ist. Wir werden ziemlich heftige Bewegungen sehen. Wir haben in dieser Woche vor allem morgen die Erzeugerpreise aus den USA, die kommen mal wieder vor den Inflationsdaten, dürften dann schon eine gute Indikation sein. Dann haben wir eben die Inflationsdaten am Mittwoch. Wir haben dann solche Geschichten wie Initial Jobless Claims, die ja in der letzten Woche massiv die Märkte nach oben getrieben haben. Gab eigentlich, dieser Grund war nicht valide, aber sei es drum. Dann haben wir die Retail Sales, auch das wird sehr wichtig, also die Einzelhandelsumsätze und einige Daten zu den Konsumenten. Wir haben jede Menge Fed-Speaker wieder zu Beginn der Woche, respektive eher zum Ende der Woche hin, vor allem Bostic zu beachten, Goolsbee zu beachten, Harker zu beachten, diese drei Fed-Mitglieder. Und eins ist auch klar, wir haben ein neues Paradigma. Das bisherige lautet ja immer, schlechte Daten sind gute Daten für die Märkte, also die Fed wird dann die Zinsen senken. Jetzt, wo man ziemlich sicher ist, dass die Zinsen sinken werden, sind eben schlechte Daten wieder auch schlechte Daten und gute Daten, gute Daten. Das dürfte jetzt das neue Mantra sein. Und in Sachen Zinsen, da sehen wir mal, wie jetzt die Erwartung ist. Also fast 50-50 sehen die Fed Fund Futures die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank am 18. September die Zinsen entweder nur 0,25 oder sogar 0,5% senken wird. Ich halte das für sehr optimistisch seitens dieser Fed Fund Futures, zumal wir jetzt Äußerungen von Bowman, diesem Fed-Mitglied, das gewissermaßen schon auf der hawkischeren Seite verortet werden kann. Aber hier sagt sie ganz klar, also ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr die Zinsen senken. Die Inflation ist noch sehr hoch. Wir könnten vielleicht erst 2025 dann die Zinsen senken. Die Märkte sehen das komplett anders und haben eben diese Zinssenkungen schon komplett eingepreist. Mindestens bei jeder Sitzung jetzt noch in diesem Jahr, so gehen die Märkte davon aus. Und jetzt kommen eben am Mittwoch diese Inflationsdaten, die dieses Narrativ so ein bisschen kaputt schießen könnten. Selbst wenn die Inflation ein bisschen höher ist, so heißt es hier bei Bloomberg, wird die Fed vielleicht jetzt nicht von dieser Zinssenkung im September absehen. Ich glaube nicht 0,5, aber 0,25. Aber wenn es die Inflationsdaten höher sind, dann dürfte eben dieser Zinssenkungsprozess viel langsamer gehen, als die Märkte erwarten, die ja eben, wie gesagt, davon ausgehen, dass bei jeder Sitzung jetzt der Fed die Zinsen sinken werden. Und so könnten wir dann in eine seltsame Situation kommen, nämlich bisher sehen wir ja eine ziemlich starke Korrelation seit den Ereignissen in der letzten Woche mit dem Carry Trade zwischen dem Dollar-Yen und den Aktienmärkten. Das heißt, ist Dollar-Yen gestiegen, sind die Aktienmärkte gestiegen und umgekehrt. Wenn jetzt allerdings die Inflationsdaten höher wären in den USA als erwartet, dann würde Dollar-Yen steigen, was normalerweise bedeutet, dass die Aktienmärkte steigen, würde aber keinen Sinn machen, weil steigende Inflation ja eigentlich doch eine schlechte Nachricht ist für die optimistischen Zinssenkungserwartungen. Also ziemlich paradoxe Situation,
die wir hier erleben könnten. Wir sehen auch eine sehr stark negative Korrelation wieder zwischen Aktien und Anleihen. Und der gute Michael Hartnett von der Bank of America, der hat sich mal diesen Verlauf angeschaut vor Platzen der Dotcom-Blase. Und da haben wir ja in Sachen KI einige Parallelitäten. Nicht, dass irgendwie KI nicht ein Thema wird, aber die Erwartungen sind eben im kurzen Zeitfenster viel zu hoch. Und Hartnett sagt, ja, es erinnert so ein bisschen an 2007, August 2007. Damals im September 2007 hat die Fed dann die Zinsen gesenkt. Der S&P ist an diesem Tag 3% gestiegen, dann 3 Wochen später getoppt und dann gab es diesen heftigen Abverkauf. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Aber eins ist doch ein Muster. Jedes Mal, wenn wir eine 10% Korrektur hatten beim S&P 500 und die Fed dann innerhalb der nächsten 3 Monate die Zinsen gesenkt hat, dann haben wir nochmal ein neues Tief gesehen. Also ein neues Verlaufstief, könnte man sagen. Das würde bedeuten, dass wir noch ein tieferes Tief sehen als am letzten Montag. Und zwar war dieses Tief dann historisch gesehen im Durchschnitt 5-10% unter dem Tief, das man gesehen hat. Die nächsten 12 Monate dann allerdings die Aktienmärkte 14% durchschnittlich höher. Das zeigt dieses schwierige Ambiente, das wir derzeit haben. Und wir haben ja vor allem gesehen, schlechte Nachrichten. Das trifft dann Zykliker im Aktienbereich. Die haben hier ihren schlimmsten Zwei-Tages-Move gehabt gegenüber defensiven Werten. Also zyklische Werte sind die, die anspringen mit der Konjunktur und die leiden unter einer schwächeren Korrektur. Wir sehen also extreme Moves und das erklärt vielleicht, warum aufgrund der US-Erstanträge am letzten Donnerstag dann, die eigentlich nicht wirklich gut waren, dennoch die Aktienmärkte massiv gestiegen sind, weil eben diese Moves schon sehr, sehr extrem waren, gerade bei den Zyklikern. Aber wir sehen, dass Risk-Off nach wie vor dominiert bei den Geldströmen. Das sehen wir etwa bei den Abzügen aus Junkbond-ETFs, die so groß waren wie never ever seit März 2020, also seit dem Corona-Crash. Da sehen wir also schon eine ziemliche Risikoaversion. Diese Junkbonds, die sind ja die Achillesferse schlechthin. Das ist Kredit, der auf schlechten Bonitäten basiert. Und wenn die Leute nervös werden, dann ist das sozusagen der Punkt, wo als erstes die Reißleine gezogen wird. Deswegen sage ich immer, achtet auf die Junkbond-Risikoprämien auf der einen Seite und natürlich auf Dollar-Yen jetzt zuletzt. Wir sehen diese Risikobereitschaft, die ist jetzt nicht wirklich stark gestiegen, obwohl ja die Aussicht da ist, dass die Fed die Zinsen senkt, denn wir sehen ein neues Allzeithoch bei den Money Market Funds, also den Geldmarktfonds. Jetzt 6,19 Billionen, die da geparkt sind, die Leute wollen eben die Zinsen haben. Aber wir haben noch Tech und das war das, was die Erholung jetzt ja zum Ende der Handelswoche getrieben hat. Es waren vor allem Hedgefonds, die extrem stark gekauft hatten. Eine der höchsten Perzentilen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben bei diesen Hedgefonds. Die sind also dick eingestiegen, nachdem zu Beginn der Woche diese Tech-Aktien, die Megatech-Aktien etwas günstiger geworden sind. Forward Price Earnings Ratio nur noch in Anführungszeichen 27. Das ist jedoch nach wie vor über dem 10-Jahres-Median von 24, also nach wie vor nicht wirklich billig gewesen, selbst als die Märkte hier krass abgetaucht sind. Und das Problem für diese großen Tech-Aktien wird für Google, Meta, wie sie alle heißen, darin bestehen, wie kannst du mit KI wirklich Geld verdienen, trotz der massiven Investitionen oder angesichts der massiven Investitionen, die man gemacht hat. Hier hat jetzt ein Research-Institut, nämlich Evercore Research, gesagt, also bisher die Adaption, also die Umsetzung von KI, die ist unter dem, was eigentlich zu erwarten war. Das ist unterdurchschnittlich und wir hatten ja schon vor Explosion des Carry Trades eben diese Schwäche bei diesen KI-Aktien wie Nvidia gesehen. Und wir sehen gleichzeitig, dass die Gewinne dieser KI-Aktien, das Gewinnwachstum genauer gesagt, dass das sich verlangsamt, während es bei den anderen Aktien, die ja kaum Gewinne gemacht haben oder kaum Gewinnsteigerungen, so muss es heißen, gesehen haben in den letzten Quartalen, dass das anziehen dürfte. Wir sehen also, dass diese Bewegung, die wir schon teilweise gesehen haben, nämlich rein in die Verlierer, raus aus den Gewinnern, durchaus eine fundamentale Basis haben könnte. Kommen wir nochmal zu diesem Carry Trade. Die Japaner hatten ja heute Feiertag.
Morgan Stanley kommt jetzt raus und sagt, ja, also wir denken, dass 60% des Carry Trades im Yen jetzt abgewickelt wurden. JP Morgan ja letzte Woche hat gesagt, 75%, aber es geht ja nicht nur um den Carry Trade im Yen. Der mexikanische Peso spielt da eine Rolle, der gesamte Carry Trade, also irgendwo, wo es kaum Zinsen gibt, Geld leihen und da anlegen, wo es Zinsen gibt, wo man mit Anleihezinsen gutes Geld verdient oder eben gleich riskant in Aktien wie KI-Aktien, Nvidia zum Beispiel, investieren. Wir sehen hier, dass die japanischen Aktien jetzt ein Kursgewinnverhältnis von 13 haben, also in etwa die Hälfte dessen, was die Tech-Aktien im Nasdaq haben. Das frühere Boardmitglied der Bank of Japan oder ein früheres Boardmitglied, nämlich Sakura, hat jetzt gesagt, also es ist nicht zu erwarten, dass die Bank of Japan in diesem Jahr noch die Zinsen anheben wird. Aha. Das haben wir fast schon vermutet, nachdem die Aussagen von Uchida letzte Woche die Märkte nochmal ein bisschen beflügelt hatten. Aber wir sehen, dass die Preise für Protection massiv gestiegen sind, also für Downside Protection. Normalerweise, wenn das Risiko als gering erachtet wird, dann sind diese Absicherungen total günstig. Wenn alle plötzlich in Panik geraten, werden diese Absicherungen teuer. Wir sehen, dass die sehr teuer geworden sind. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir ein extrem negatives Gamma jetzt haben bei den Positionierungen an der Wall Street, respektive von den Dealern, den Verkäufern der Optionen. Das bedeutet, dass wir eine Situation haben jetzt, wo wenn es nach unten geht, diese Bewegung sich verstärken könnte, genauso wie wenn es long geht, diese Bewegung sich verstärken könnte. Wenn das Gamma positiv ist bei den Dealern, dann sehen wir meistens so eine Ausbalancierung der Märkte. Märkte steigen, dann sehen wir, dass sozusagen hier die Dealer verkaufen, Positionen verkaufen. Das wiederum bringt diese Märkte dann in ein Gleichgewicht und andersrum. Also wenn die Märkte short gehen, dann kaufen die Dealer. Hier sehen wir, dass jetzt eine Situation entstanden ist durch dieses negative Gamma, dass die Bewegungen an den Aktienmärkten verstärken dürfte in die jeweilige Richtung, die gerade passiert. Und das haben wir schon gehabt. Dann habe ich mich falsch hier positioniert, meine Damen und Herren, in falsche Richtung gedrückt. Insgesamt sehen wir, dass diese nicht repräsentative, aber immer sehr interessante Umfrage von Helene Mester darauf hindeutet, dass da wieder sehr viel Optimismus ist. Die hat eine Umfrage gemacht, über 2.500 der Trader haben geantwortet, 60% davon sagen, es wird nach oben gehen in dieser Woche, beziehungsweise die nächsten 100 Punkte gehen nach oben, nicht nach unten. Das heißt, wir sehen wieder die schnelle Rückkehr des Optimismus nach diesen Turbulenzen. Das ist nicht das Setup, das dann dafür spricht, dass es wirklich so passiert. Normalerweise, wenn alles skeptisch sind, wenn alle negativ sind, dann kann es nach oben gehen für die Märkte, so oder so. Wir haben einen regelrechten Liquiditätsschock gesehen, sowohl bei der Liquidität im S&P 500 als auch zum Beispiel bei den VIX-Futures. Also das ist das Thema. Wir haben eine Austrocknung von Liquidität jetzt. Das gilt auch für die Chinesen, die feststellen müssen, dass jetzt ausländische Investoren deutliche Geld abziehen. Hier sehen wir, die Party ist vorbei, was ausländisches Geld in China betrifft. Deswegen erholen sich auch die Aktienmärkte nicht so richtig. Und wir haben ja diese Schwäche des Konsums. L'Oréal hat jetzt am Wochenende gesagt, ja, also in China haben wir ein riesiges Problem, weil schlichtweg eben die Leute ihr Geld in Immobilien investiert haben. Diese Immobilien werden weniger wert. Dadurch werden die Leute faktisch ärmer, konsumieren weniger. Deswegen können sie dann auch weniger Produkte kaufen. Genau das ist das Problem. Und wenn wir jetzt nochmal zur Geopolitik kommen, hier könnte manches darauf hindeuten, dass dieser Angriff des Iran auf Israel jetzt wirklich bevorsteht. Wir haben heute einen sehr wichtigen Feiertag in Israel. Tisha B'Av, das ist sozusagen die Trauerfeier zur Zerstörung des Tempels 70 nach Christus einerseits und dann eben auch in vorchristlicher Zeit, als die Juden dann ins babylonische Exil mussten oder die Oberschicht genauer gesagt. Dieses 70 nach Christus ist ein extrem wichtiges Datum, denn dort wurde praktisch die rabbinische Oberschicht durch die Römer entmachtet, sodass dann eben die Christen eine größere Rolle spielen konnten. Jedenfalls erwartet man seitens der Geheimdienste, der israelische Geheimdienst sagt, wir sehen hier Bewegungen im Iran, die auf einen zeitnahen Angriff hindeuten. Jetzt hat
nach dieser Bombardierung auf ein Schulgebäude mit um und bei 100 Toten der Israelis am Freitag haben die Palästinenser, oder genauer gesagt die Hamas, abgelehnt, hier nochmal zu Friedensgesprächen, zu einem Waffenstillstandsgespräch mit den Israelis zusammenzukommen. Das könnte alles bedeuten, dass dieser Angriff unmittelbar bevorsteht, vielleicht heute. Immer schwer zu sagen, natürlich, was da genau passiert, aber zumindest das ist etwas, was über den Märkten ein Stück weit schwebt. Und interessant, Putin will sich heute äußern, der ja mit einer Ansprache, der ja ziemlich gereizt sein dürfte, nachdem die Ukrainer hier ja in Russland oder 15 Kilometer in russisches Gebiet eingedrungen sind. Ziemliches Worst Case für Putin, der dann eben irgendwie verkaufen muss, warum viele Russen evakuiert werden müssen. Jetzt ist dieser Krieg plötzlich in Russland irgendwie angekommen. Vorher war das ja sozusagen etwas, was weit weg war. Und das ist natürlich die Voraussetzung auch für eine weitere Eskalation dieses Ukraine-Konflikts. Auch das dürfte hier eine Rolle spielen. Putin hat ja vorher versucht, mäßigend auf den Iran offenkundig einzuwirken. Auch das dürfte möglicherweise jetzt vorbei sein, nachdem ja vor allem auch westliche und deutsche Waffen hier zur Anwendung kamen bei den Ukrainern. Zwei Empfehlungen zum Abschluss, meine Damen und Herren. Anstieg der Inflation wird Zinssenkung nicht verhindern. Was da zu erwarten ist, erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, die Sie auch über diese Social Media Button bitte gerne weiterempfehlen. S&P 500 Crash und Erholung, wird alles jetzt wieder gut? Das Big Picture an den Märkten, diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.